und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, es tut mir leid, falls ich etwas abgelenkt wirke, aber ich habe gerade einen Schmusemoll neben mir und das nutze ich aus. Naja, also meine Nase ist immer noch zu, weil das immer noch das nur kurz nach dem letzten Video gedreht wurde, also sei es drum. Ja, ich wollte heute mal mit euch über was Witziges reden, was mir die Tage aufgefallen ist. So, jetzt kommen wir wieder zu Punkt, wo meine Mutter gleich was sagen wird, aber so ist es nun mal, so ist mir aufgefallen. Also, vor ein paar Tagen musste ich nachts mal ganz dringend pushen. Naja, also pinkeln. Aufs Klo. Und als ich dann aufs Klo gelaufen bin, habe ich gesehen, dass die Tür schon offen war. Und dann saß da meine Mom noch schon auf dem Klo. Okay, nichts von mir. Mom, lass mich fertig erzählen. Und als sie dann aufgestanden ist, ist sie dann auch rausgegangen. Und mir dann, meine, ich mir dann, als sie dann rausgegangen ist, habe ich auf den Lichtschalter gedrückt, weil ich in dem Moment das Bedürfnis hatte, das Licht anzumachen. Und dabei ist mir etwas sehr Interessantes aufgefallen. Kann ich es jetzt weiter erzählen oder muss ich das Video abbrechen? Finde ich ein bisschen übergriffig. Naja, man hat dich auch schon auf einem Video pinkeln gehört. Also auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann, dass mir aufgefallen ist, dass ich immer, egal ob Tag oder Nacht, sobald ich das Klo betrete, mache ich das Licht an. Es ist bei mir total verankert. Also ich weiß nicht wieso, aber ich empfinde das als einen normalen Schritt. Meine Großmutter hat zum Beispiel mir erzählt, dass sie das gar nicht macht. Da ist mir aufgefallen, es gibt so viele Sachen, wo man macht, wo man einfach so von sich aus als normal befindet oder als nicht normal. Eine andere Geschichte ist, vor ein paar Jahren war ich bei einem Haushalt und da ist mir angeboten worden, ob ich einen Löffel Nutella möchte. Und das, damals das Kind des Hauses hat dann einen Löffel Nutella genommen, hat gegessen und hat dann den Löffel erneut in die Nutella reingesteckt. Ich wollte dann übrigens keinen Löffel Nutella mehr. Aber ich habe das, also ich war dann damals so schockiert, dass ich zu meinen, als ich nach Hause gekommen bin, zu meinen Eltern, als ich das erstmal meinen Eltern erzählt habe, ihr werdet mir nicht glauben, was mir passiert ist. Das Kind hat den Löffel erneut in die Nutella gesteckt. Und es war noch ein volles Glas. Und das war so, jetzt habe ich meinen Eltern so schockiert erzählt, dass meine Mutter die Geschichte auch bis heute immer wieder irgendwo erzählt. Und ja, ich bin bis heute nicht sicher, ob sie dabei war oder nicht. Das ist immer noch die Frage des Tages. Das haben wir heute schon besprochen. Ja, oder solche Sachen wie, ich würde niemals den Kochlöffel, mit dem ich in der Soße rumrühre, abschlecken. Wenn ich weiß, dass jemand anderes noch mit ist, wenn es nur für mich gekocht ist, dann mache ich das schon. Weil dann denke ich mir, naja, es geht ja nur um mich. Aber dann wasche ich natürlich auch ab, bevor ich das nächste Mal irgendwie benutze und jemand da ist und so weiter. Also da bin ich wirklich sehr neurotisch. Ja, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, weil ich mir dieses Kochlöffel mit dem Kopf gekriegt habe. Ja, oder als ich jünger war, da war es so, dass meine Mutter und meine große Schwester, die sind sehr, sehr Luftfreunde, also sehr Freunde der frischen Luft. Und egal wann, war es so, dass irgendeine von den beiden hat immer das Fenster aufgerissen. Und teilweise sind sie dann auch in mein Zimmer gekommen und haben bei mir im Zimmer das Fenster aufgerissen, was ich damals ultra übergriffig gefunden habe. Was auch für die beiden total normal war, weil man kommt, man kann ja mal lüften, weil bei mir im Zimmer kaum frische Luft war. Es ist irgendwie hart, wenn dein Hase dich knufft nach dem Motto, das könnte ich auch heute noch machen. Aber das, ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt mehr lüfte wegen dem kleinen Kerlchen hier. Ja, und das ist so dieses, es gibt so Dinge, die man macht, weil man sie selbst für sich als normal befindet. Oder als, das ist so. Oder das macht man so. Und ganz andere Leute oder andere Haushalte würden sagen, nee, stimmt überhaupt nicht. Ist ja total komisch. Und ich fand es irgendwie so für mich mal eine interessante Entdeckung. Einfach nur, dass es selbst innerhalb von einem Haushalt bei manchen Dingen so Unterschiede gibt, wo in diese, ja, in der Wahrnehmung, oder? Ja, in der Automatik, im Ablauf, in der Wahrnehmung, in Bedürfnissen. Ja, vielleicht. Ja, ich meine, ich habe ja kein Frischluftbedürfnis, aber ihr hattet es ja. Stinkt ja wie ein Puma-Käfig, kannst du mich sagen. Aber es ist halt nicht stinkig, es ist stickig.
Das liegt an den Geräten. Die saugen die frische Luft aus dem Zimmer, das ist nicht normal. Ja. Und wenn da noch ein Hase dazu kommt, dann riecht es halt ein bisschen streng. Also ich finde es einfach, ich verteidige das, weil es für mich, wenn ich das nicht rieche, ich rieche das tatsächlich nicht, also jetzt mal abgesehen von der Schnupfennase, rieche ich den Gestank von meinem Hasen nicht, weil ich das nicht wahrnehme. Weil es für mich einfach ein normaler Duft ist, weil ich eben jeden Tag damit zu tun habe. Und meine Mutter kommt teilweise noch in die Wohnung und sagt, oh, hier riecht es ganz stark nach dem Hasen. Und ich dann auch immer. Ein Hase im Garten. Darum haben viele wahrscheinlich Hasen im Garten, aber das würde ich im Leo nie antun, weil wer weiß, wer da vorbeikommt. Im Garten kniffeln Fuchs und Hase. Und ich will nicht, dass er es kniffeln anfängt. Glücksspiel ist keine Lösung. Ja, genau, das ist auch so eine Sache. Der ein oder andere empfindet zum Beispiel Glücksspiel als etwas ganz, als etwas, was man machen kann. Wo ich zum Beispiel für mich sage, ich würde nie im Leben in ein Casino gehen, weil ich hätte solche Angst, dass ich in die Spielsucht gerate oder irgendwie sowas. Ich meine, weiß man ja nie. Und das wäre mir echt, das wäre so richtig unangenehm. Ich finde allgemein so Süchte zu haben, ist für mich so eine Riesenangst, weil ich mir immer denke, boah, das muss man erstmal finanzieren. Und wenn man es dann nicht finanzieren kann, und ja, das ist schon krass, also so. Und auch etwas, was ich zum Beispiel, wo ich sage, es ist total Schwachsinn, wo meine Mama und mein Dad beispielsweise sagen, das ist ja nur ein Spaß, ein kleiner Zeitvertreib, ist Lotto. Ich finde, Lotto spielen ist an sich nur ein. Es ist nichts anderes als Geld in etwas reinbuttern, wo man nie was rauskriegt. Etwas nicht in den Mengen, was man reingebuttert hat. Und meine Eltern sagen, sie machen es aus Spaß, aus Freude und vielleicht mit der Chance, etwas zu gewinnen. Wo ich dann aber sage, Und das ist so interessant. Ich finde das immer so für mich einfach. Also ja, mich fasziniert das Denken von anderen Menschen, weil ich mir dann immer so für mich Vergleiche ziehe, was mache ich gerne, was machen die gerne und so weiter. Und ich mir dann immer so denke, Ich finde es natürlich jetzt nicht, ich würde nicht sagen, ich mache es besser oder die machen es besser als ich, aber jeder macht es anders. Und jeder macht Dinge auf eine andere Art und Weise. Ich meine, ich merke es immer dann, wenn ich im Overload bin und meine Mutter mein Abendessen kocht und sie Sachen macht, die ich halt sonst normalerweise selber mache. Und ich dann fast wahnsinnig werde, weil sie alle 5 Minuten die Käseecken umdrehen muss. Und ich mir nur denke, lass sie doch mal 5 Minuten liegen. Aber sie macht es eben auf die Art und Weise. Und ich mache es eben auf meine Art und Weise. Am Ende des Abends bekomme ich trotzdem mein Abendessen. Also viele Wege führen ans Ziel. Und das Ding ist, ich denke, das Schwierige am Zusammenleben ist, das zu akzeptieren, dass Menschen anders arbeiten als man selber. Und dann die Übereinkünfte zu finden in der Arbeitsweise. Ich meine, ja, mein Vater beispielsweise ist ganz schlecht im Teamwork, weil er sich nicht absprechen kann. Meine Mom und ich, wir arbeiten super zusammen. Sag mal, was willst du jetzt gerade haben? Ich werde gerade von Leo beklettert, war. Ich denke, ich tue jetzt. Gut, ich muss jetzt mein Video hier beenden, weil, wenn nicht, dann frisst Leo hier meinen Prospekt noch auf, weil ich habe gerade einen Gutschein bekommen. Oh, ja, Stubi, ja. Und der will auch gerade seine Aufmerksamkeit haben, weil dem geht es gerade nicht so ganz so bueno. Der hat es ein bisschen am Bauch hier. Und deswegen will er seine Mami haben, also. Tut mir leid, ich muss jetzt mein Video hier beenden, damit ich für meinen Hasen sorgen kann. Ja, da würden jetzt auch viele sagen, ist ja gesponnen, seine Arbeit zu beenden, nur weil es dem Hasen nicht gut geht. Aber er ist nun mal mein Kind und ich habe mich nun mal dazu entschieden, ihn zu adoptieren und die Verantwortung für ihn zu übernehmen. Und deswegen kann ich es auch nicht einfach abgeben oder irgendwie ignorieren. Gut, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Ich kümmere mich jetzt um mein Kind. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.